Einer der Brennpunkte auf der politischen Landkarte ist seit Wochen ein Wüstenstreifen in der Sahara. Algerien und Marokko, seit wenigen Jahren erst unabhängig, entfesselten einen Grenzkrieg, dessen äußerer Anlass ein Erbe aus der Zeit französischer Kolonialherrschaft ist. Damals war es überflüssig, die Grenze exakt zu markieren. Beide Staaten waren Gouvernate Frankreichs. Heute aber geht es um das Prestige zweier selbstbewusster Staaten und um begehrte Bodenschätze, die unter den beiden umkämpften Oasen Colombe-Char und Hassibeida vermutet werden. Aufgeputschte Volksmassen jubeln König Hassan II. In Marrakesch zu, begeistert über die Mobilmachung gegen Algerien. In Algerien treffen wir auf das gleiche Bild. Unter dem Zeichen des Sozialismus, angestachelt von den permanenten Revolutionären, ist der Grenzstreit für Ben Bella eine Chance, von innenpolitischen Auseinandersetzungen abzulenken. Nichts davon wird spürbar, als der Präsident der Afrikanischen Republik Mali, Hassan II. Und Ben Bella empfängt. Sie sind gekommen, um ein Waffenstillstandsabkommen zu unterzeichnen. Mit diplomatischem Geschick hatte Kaiser Haile Selassie von Äthiopien vermittelt. Aber die Gegensätze zwischen einer alten Monarchie und einer sozialrevolutionären Republik bleiben bestehen. Die Einheit der Nachbarn im Nordwesten Afrikas, das hat dieser Konflikt gezeigt, ist in weite Ferne gerückt.